Hallo zu Folge 3 von Findet Schatz. Folge 3 ist gleichzeitig Teil 3 unseres Durchgangs durch Us und unseren Durchgang. Das bedeutet, wir sind mindestens zu zweit und ich hoffe, am anderen Ende der Leitung ist Christoph. Ganz genau, der sitzt am anderen Ende der Leitung. Ich freue mich auf eine weitere Folge. Ich auch. Ich freue mich, dass du es nochmal gewagt hast, zu Us zurückzukommen. Schauen wir mal. Zuletzt war es ja schon... Naja, ein bisschen nix für mich eigentlich. Genau, was ist denn passiert? Zuletzt haben wir aus dem Fenster in den Garten geschaut, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, und haben ein komisches, und da haben ein Viech, komisches gesehen. Viech gesehen, ganz genau. Und das irgendwie die Gestalt verändern kann. Ja. Und eigentlich noch viel verwunderlicher, hat irgendjemanden umgebracht, der auf unserem Grundstück rumspaziert. Ja, selber schuld. Ja. Und man beachte, es gab natürlich auch noch die lasierte Eichenholztür. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, helles, ich glaube, helles Holz war es. Irgendwie sowas, genau. Das hat bestimmt auch noch irgendwie Bewandtnis. Ja. Gut, sehr schön. Also, dieses Viech hat, wir haben dieses Viech gesehen. Wir haben zuletzt gelesen, entsetzt, torkelig vom Fenster weg, zurück in die Halle. Und an dem Punkt setzen wir einfach wieder ein, würde ich sagen. So machen wir das. Gell? Okay, also wir stehen in der Halle und vielleicht gucken wir nochmal übers Inventar, was Ach, wir ja, stimmt. drin haben. Ein alter Messingschlüssel, eine Tüte Gummibärchen, eine Geländerstrebe, eine Kerze und ein dunkler Arbeitsmantel. Ach ja, den Arbeitsmantel, der hing da neben der Tür, ne? Genau, durch, richtig. Geguckt haben oder so, ja. Gut, dass wir nicht einfach mal rausgelaufen sind aus der Tür, habe ich mir so überlegt. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob man das da, ob man es konnte. Haben wir es nicht versucht, die Tür aufzumachen? Ich glaube schon. Ja, aber da waren wir noch nicht bei der Tür gestanden. Ah, das war doch okay. Das mit dem Korridor, den wir noch entlang gehen mussten. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal. Ja, auch. Wobei mit der Geländerstrebe bewaffnet. Ja, das dürfte kein Problem sein, genau. Okay. Jetzt ist die Frage, links und rechts waren wir schon, aber rechts dieser Raum mit der Ritterrüstung, an der wir vorbei mussten, und dem Kobold, der uns ein Rätsel gestellt hat. Und links eben besagter Gang, von dem wir gerade wieder zurückgegangen sind. Korrekt? Meinst du, wir können uns, ja, korrekt. Meinst du, wir können mit der Ritterrüstung uns unterhalten? Weil die hat doch irgendwie so gesagt, so hier, was hat sie gesagt? Ich weiß den Wortlaut nicht mehr irgendwie. Warst du nicht die Potzblitz oder so, genau. Pissnäcke. Ja. Probieren wir es. Rede mit Rüstung. Aber sonst hast du keine Wünsche, hey? Ich versuch's gerade mal mit Ritterrüstung. Aber die ist schon noch da, oder? Rede mit Ritterrüstung. Komisch, der Ritter reagiert gar nicht. Der scheint mir nichts zu sagen zu haben. Okay. Schade. Aber richtig. Man könnte natürlich noch versuchen, Schlageritter. Ist ja nicht so, als wären wir lebensmüde. Das geht doch nicht einfach so. Bei dir kommt das kann ich doch nicht. Mhm. Bei mir kommt das geht doch nicht. Ah, okay. Nee, das kann ich doch nicht einfach so machen. Versuch du doch mal, ob du es hinbekommst. Aber meine Möglichkeiten enden hier abrupt. Tja, Pech gehabt, war. Das ist bei mir auch der letzte Satz, aber das mit den Möglichkeiten, das habe ich nicht. Schade. Ich hab die Luxusausgabe. Anscheinend. Das war ein DLC. Okay. Scheint nicht zu klappen. Dann, wie ging das denn mit dem Umschauen? Einfach umschauen, oder? Sieh dich um, hatten wir, glaube ich. Ach ja, genau. Jawohl. Genau, wir stehen in der Halle mit den mächtigen Treppen. Genau. Die links und rechts hochgehen. Die Spinnweben. Und den Spinnweben. Lassen uns nicht durch, genau. Zwischen den Treppen ist ein düsterer, im Schatten liegender Durchgang. Naja, das klingt doch vertrauenserweckend. Genau. Probieren wir mal hier durch Durchgang oder so. Ist das nicht dann einfach Süden? Kann man nicht aus Süden? Probieren wir es. Gehen wir aus Süden. Ja, nee, ach stimmt, wir kamen aus. Okay, dann gehen wir wieder nach Norden. Dann gehen wir halt Norden. So, dann gehen wir nochmal nach Norden. Bei mir hängt's. Bei mir auch. Das ist jetzt. Jetzt wäre ich wieder soweit.
Ich stehe in dem düsteren Durchgang zwischen den Treppenaufgängen, die von der Eingangshalle aus nach oben führen. Im Süden kann ich die hell erleuchtete Eingangshalle erkennen, deren Licht mir hilft, auch hier in dieser Passage etwas zu erkennen. Links neben mir steht eine große, eisenbeschlagene Truhe. Sehr gut. Das dunkle Holz glänzt in schwachem Licht. Und nur das dunkle Holz ohne genauere Beschreibung des Holzes. Frechheit. Ein bisschen enttäuscht. Genau. Eine große Ritterrüstung auf einem kleinen Podest daneben sieht mich regungslos an. Weitere Rüstungen stehen an beiden Wänden des Durchganges in Abständen von etwa 2 Metern. Jede von ihnen hält eine lange, wurmstichige Lanze in der Hand. Matt reflektieren sie die spärlichen Lichtstrahlen, die sich bis hier vorkämpfen konnten. Am Nordende des Durchgangs brennt wieder Licht, so dass ich eine Art Korridor erkennen kann. Die Decke dieses Durchganges besteht aus hölzernen Balken, die mit reichen Schnitzereien verziert sind. Nun erst sehe ich einen dreiarmigen Leuchter an der Wand. Wie Kerzen sehen die Lampen aus, nur mit dem Unterschied, dass sie elektrisch sind und nicht aus Wachs. Dann gibt es doch bestimmt auch irgendwo einen Schalter. Drücke Schalter oder so? Probier mal einfach mal genau. Das kann ich doch nicht einfach so machen. Ja. Versuch doch du mal, ob du es hinbekommst. genau. Okay, kein Schalter. Dann probieren wir doch mal die Truhe zu öffnen. Das geht doch bestimmt. Ja, vor allem mit der Ritterrüstung daneben. Ja. Ach, die ist doch mit Sicherheit verschlossen. Hoppla, laut knarrend öffnet sich der Deckel. Tja, da habe ich mich wohl getäuscht. Oder wie, oder wo, oder was. Ist doch schön. Ja, schaue in Truhe. Unbedingt. Es ist zu dunkel hier. Ich kann nicht sehen, ob etwas drin ist. Laut kracht der Deckel wieder auf die Truhe, als ich ihn loslasse. Ja, aber ich sehe die vielen Ritterrüstungen, die im Abstand von 2 Metern stehen. Und, genau. Naja, okay. Also brauchen wir irgendwie Licht, um zu sehen, ob in der Truhe was ist. Genau. Mache Lampe, Leuchter an oder so? Oder? Probier mal, ja. Ist ja elektrisch. Ich kann hier ums Verrecken keinen Schalter finden. Sieh Leuchter an. Er ist ein an die Wand geschraubter dreiarmiger Elektroleuchter, der auf alt getrimmt wurde. Kerzenimitationen mit elektrischen Glühlampen. Er ist leider ausgeschalten. Aber das habt ihr gemerkt. Gut, da kommen wir wahrscheinlich gerade nicht weiter. Was hatten wir noch gesehen? Die Rüstungen, sollen wir die mal angucken? Die Rüstung an. Matt reflektieren die Rüstungen das schwache Licht, das im schmalen Bahnen von der Halle und dem Korridor in diesen Durchgang einfällt. Jede der Rüstungen hält eine lange, wurmstichige Lanze, die nahezu senkrecht stehend die Decke zu tragen scheinen. Einige Rüstungen tragen bunte Federbüschel auf den Helmen, von denen sich graue Staubfahnen ziehen. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, als würden mich Augen durch die geschlossenen Visiere hindurch beobachten. Wenn wir jetzt einfach Norden weitergehen, dann feiern bestimmt die Lanzen auf uns zu. Wahrscheinlich. Sollen wir die mal nehmen? Die wurmstichigen. Nehmen Lanze? Ja, probieren wir. Warum nicht? Da ist ständig von Lanzen die Rede. Okay, ich habe es. Was? Eine Lanze? Schauen wir mal ins Inventar. Ja, und eine Lanze steht bei mir ganz am Ende. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir jetzt noch die Rüstung. Das hat vorhin schon so gut geklappt. Das hat eben, ja. Okay, ich habe wieder was an der Glatze. Klappt nicht. Okay. Aber nehme Ritterrüstung. Oh ja. Oh, okay. Gut, da kommt das war dasselbe, ne? Ja, das ist okay. Exakt dasselbe wieder mit dem. Okay. Mit dem, meine Güte, was war denn das? Da kommt doch glatt so eine Pissnelke ins Haus geschneit. Genau. Ja. Okay. Also, okay. Ja, die können sich also offensichtlich auch bewegen. Okay. Ich habe gerade noch einen Federbüschel ausprobiert, aber das geht nicht. Okay. Okay, dann gehen wir. Nach Norden weiter? Wir bräuchten echt mal Streichhölzer oder so, ne, ja, um unsere Kerze anzuzünden. Das wäre nicht schlecht. Norden, ne? Ja, genau. Okay. Ich stehe mitten in einem hell erleuchteten Korridor.
Große Leuchter, die hoch oben an der Decke hängen, füllen den Raum mit hartem Licht, das die Wände und Tapeten bleicht. Der Korridor führt links und rechts von mir weiter, bis er schließlich einige Meter entfernt endet. Dunkle, auf Hochglanz lackierte Holztäfelungen umgeben die Wände wie hölzerne Schutzschilder. Sie beginnen auf etwa auf Schulterhöhe, Entschuldigung, und reichen bis auf den Boden, der von einem hellgrünen gemusterten Läufer bedeckt ist. Vor mir in nördlicher Richtung ist eine verglaste Tür. Einige Holzstreben geben dem beinahe durchsichtigen Glas Halt. Eine goldene Türklinke, wahrscheinlich ist sie bloß vergoldet, hängt schief nach unten geneigt an der Tür. Sie sieht aus, als wenn sie jeden Augenblick herunterfallen würde. Die mit feinen Stofftapeten überzogenen Wände sind mit Waffen, Schildern und Wappen behängt, die in hellem Licht glänzen. Hier und da sieht man dicke Spinnweben. Also wir haben vor zwei Räumen Licht gemacht. Mittendrin ist dann der Gang, der dunkel ist. Obwohl und jetzt ist wieder Licht. Und hier ist wieder Licht. Licht, ja. Da ist die Sicherung raus im Korridor. Wahrscheinlich. Oder die Lampen sind kaputt. Möglich. Oder einer der vielen Geister möchte uns verarschen. Oder so. Okay, was haben wir jetzt hier? Also links und rechts geht weiter mit dem Korridor. Geradeaus ist eine Glastür. Genau. Und wir sind von Schutzschildern, also die Holztäfelungen, genau. Mhm. Von denen sind wir umgeben. Und an den Wänden hängen Waffenschilder und Wappen. Und Holzstreben. Sind in der Tür, oder? Ich nehme es mal. Genau. An. Ja. Die geben dem Glas Halt. Genau. Und die Türklinke ist schief nach unten geneigt, als ob sie jeden Moment abfallen würde. Wahrscheinlich, wenn wir versuchen, die Tür aufzumachen, funktioniert es nicht, weil wir dann die Türklinke in der Hand haben. Sollen wir das als allererstes probieren? Nehme Türklinke gleich? Das ist auch nicht. Nehme Türklinke. Ist doch Blödsinn, sowas bewegen zu wollen. Humbug. Ein fertiger Witz. Na gut, dann öffne Türe. Oder halt, Moment, Glastür. Wollen wir durchschauen? Oh, ja, ich habe jetzt leider schon öffne Tür getippt. Ach so, okay, dann mach ich's auf. Guck du mal durch. Nein. Okay. Schon passiert. Oha. Schade. Ja, bitte. Ich möchte, das war. Als ich die Türe öffne und in den Raum sehe, trifft mich etwas mit einer unglaublichen Wucht am Hals, sodass ich rückwärts zurück in die düstere Passage geschleudert werde. Eine riesige Blutfontäne spritzt aus meinem Hals und innerhalb weniger Sekunden bin ich verblutet, ohne überhaupt wahrgenommen zu haben, was genau passiert ist. Ich glaube fast, dass dieser Zug nicht so gut war. Tut mir leid, dass du verloren hast. Ich hoffe ja nur, du hast das Spiel zwischendurch mal abgespeichert. Spielende oder Neustart? So, da ist es also passiert, lieber Jürgen. Ja, alles wir haben unseren ersten so Text-Adventure totgestorben. Genau, ist es nicht toll? Ah, ist traumhaft. Ich fühle mich gleich viel lebendiger. Dann machen wir jetzt hier einen kurzen Neustart. Also beziehungsweise wir laden nochmal, gehen da durch, aber das hört ihr alles gar nicht mehr, weil wir uns dann gleich wieder melden. So, dann stehen wir jetzt also wieder in diesem hell erleuchteten Korridor und gehen nicht nach Norden durch die Glastür. Aber wir können ja mal dann wirklich durchschauen. Ja, schaue durch Türe. Die Türe ist mit einer beinahe undurchsichtigen Scheibe verglast. Dicke hölzerne Streben geben dem Glas den nötigen Halt. Okay. Aber war das nicht vorhin noch anders? Ich glaube. Da stand doch. Ah, nee, da steht auch beinahe undurchsichtiges Glas. Na gut, wer lesen kann. Ja, ich habe irgendwie gedacht, das wird. Naja, wurscht. Gut, also bleibt noch links oder rechts. Aber haben wir da nicht noch mehr, was da. Glaube nicht. Warte, die Türklinke. Holz. Der Traum der 80er Jahre. Anscheinend. Und die Stoff. Ja, doch, wir hatten noch die Waffen, Schilder und Wappen. Nimm Waffe. Ja. Die Sachen sind an der Wand befestigt. Man kann sie nicht einfach nehmen. Na, schade. Dann geht wahrscheinlich Nimm Schild auch nicht. Ja. Und Nimm Wappen, der Vollständigkeit halber, dreimal der gleiche Text. Man kann sie nicht einfach nehmen. Okay. Ich habe jetzt noch Spinnweben nehmen wollen, aber es hat auch nicht geklappt.
Was haben wir da für Licht? Das ist an der Decke An hängend, der oder? Decke, genau. Ich Ja. schau Licht an. Das mit dem Tippen, da bin ich einfach immer zu schnell. Ja, geht mir genauso. Funktioniert nicht. Haben wir wieder was an der Glatze. Okay, dann wirf doch mal eine Münze. Gehen wir links oder rechts? Im Zweifel immer links. Ja, okay, links. L kennt er nicht. Aber links kennt er So. Oh ja. Dies ist das linke Korridorende. Im Norden vor mir ist eine dunkle, massiv aussehende Holztüre. Es sind tatsächlich überall Holztüren, ne? Die goldene Türklinke hängt locker am Schloss. Die Leuchter an der Decke werfen bleiches Licht auf. Das ist doch das Gleiche. Feine Stofftapeten, Ja. überzogene Wände, hellgrüner Läufer am Boden. Ah, wir können noch unter den Läufer gucken, Stimmt. die ihm einem Hauch von Eleganz verleihen. Wappenschilder, Waffen, Korridorwände, Hochglanz, Holzvertäfelung. Oh, und das ist neu. Als ich den Korridor entlang zurückblicke, stelle ich fest, dass meine Schritte Spuren auf dem stark verstaubten Läufer hinterlassen haben. Also wir sind tatsächlich ein bisschen weitergelaufen Ja. anscheinend, aber im Endeffekt sehen wir noch dasselbe. Nun gut, dann Okay, gibt es da nicht so viel zu sehen. schaue unter Läufer. Kennt er bestimmt nicht. Na Doch, doch. guck an. Der Der Läufer ist Läufer. fein gemustert. Ringsum ist er mit einem hellen Stoff eingefasst und macht so einen wertvollen Eindruck. Nimm Ja, Läufer. probier es. Dürfte wahrscheinlich zu lang sein, aber. Was will ich denn mit sowas? Das macht mich gar nicht an. Na Was soll denn das gut, beknackte Game lösen? Ja. dann eben wieder rechts zurück und dann rechts in die andere Richtung. Das rechte Korridorende. Im Norden vor mir ist eine dunkle, scheinbar massive Holztüre. Die goldene Türklinke hängt locker am Schloss. Hä? Ist das jetzt, das ist dann aber wieder eine andere, oder? Ja, das ist wieder eine, also es sind jetzt Dann. anscheinend drei Türen. Ja, wir haben am linken Korridorende, am rechten Korridorende und Ja. in der Mitte jeweils eine Holztüre. Okay, die goldene Türklinke hängt aber wieder locker am Schloss. Die Leuchter an der Decke werfen bleiches Licht, bla bla. Hellgrüne Läufer ist mit feinem Saum versehen, ja. Wieder Wappenschilder und auch Waffen zieren die Korridorwände und mal wieder die hochglänzende Holztäfelung. Und wieder stark verstaubte Läufer. Genau. Nun gut. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, wenn wir jetzt durch die Holztüre gehen, dass da dasselbe passiert wie in der Mitte. Wahrscheinlich, ja. Aber sollen wir es trotzdem mal wagen? Ja, Wer nicht wagt, öffne öffne Tür. Türe. Okay, ich öffne die Tür Ah, nach Norden. okay, wir leben noch. Aha, dann gehen wir mal nach Norden. Ich stehe auf einem kleinen Treppenabsatz. die Stufen führen gewunden nach unten in eine undurchdringliche Finsternis. Übler Modergeruch schlägt mir von unten entgegen, als ich versuche, den Verlauf der Treppe mit den Augen zu erkunden. Nichts ist zu sehen. Tiefe Dunkelheit umgibt mich. Okay, ich gehe wieder. Angst vor dem, was mich in der Finsternis erwarten könnte, ergreift von mir Besitz. Wie wild arbeitet es in meinem Magen und ständig steigen leichte Wogen von Übelkeit in mir auf. Nach Halt suchend greift meine Hand in die Dunkelheit und findet eine stützende Mauer. Glitschig und kalt fühlt sie sich an. Etwas klettert über meine Hand und als ich näher hinschaue, kann ich eben noch eine faustgroße Spinne in einer dunklen Mauerritze neben einer verloschenen Fackel verschwinden sehen. Und da haben wir wieder das Problem, dass wir kein Feuer haben. Jo. Aber eine Also da Fackel gehen wir jetzt genau. erstmal nicht runter. Nee, Nimm wir können die Fackel. Fackel nehmen. Eben. Ja. So. Okay, ich habe es. Das ist doch Sehr schon mal schön. schön. Okay. Also ich habe ja mittlerweile angefangen, was zu zeichnen. Hier ist also dann der Korridor und da war die Holztür. Und da geht es dann runter. Okay. Und es gab eine Fackel. Sehr schön. In der Mitte ist die Tür, die durch die wir nicht durchkommen, aus Glas. Genau. Und was war die auf der linken Seite? Weißt du das gerade noch? Da sind wir noch nicht durchgegangen. Aber war das auch eine Holztür? War auch eine Okay. Holztür, ja. Okay. Sind wir vorhin durch die Tür einfach durchgelatscht, durch die Glastür? Ja, Oder haben wir die du hast geöffnet? öffne Tür gemacht und dann kam uns das entgegen. Ich Okay. nehme mal an, dass da an dem,
an der Türklinke irgendein Mechanismus ist oder so, der dann eine Axt auf uns runterfallen lässt, die uns im Hals trifft und schneller verbluten lässt, als wir die Situation erahnen können. Doof. Jetzt hatte ich gehofft, dass ich aber nach Norden gelatscht bin. Das, aber nee, stimmt, ich habe öffne Tür gemacht. Gut, dann gehen wir wieder nach Süden. Links, links und probieren die andere Holztür noch aus. Ja. Okay. Dann sind wir jetzt also im linken Korridorende. Ah, Moment, wo bin ich jetzt? Ah, ich bin noch in der Mitte. Okay, dann gehe ich nochmal links. Genau. Öffne Tür, oder? Jo. Nein. Oh, die Tür ist verschlossen. Ah, jawohl. Hier ist also zu. Sollen wir probieren, ob unser Messingschlüssel einen... Öffne mit Schlüssel? Genau, öffne Tür mit Schlüssel. Vielleicht ist das ja ein Universalschlüssel. Ich kann da keinen Griff finden. Bei mir steht, Mann, die Tür ist verschlossen. Okay, dann können wir da also auch nicht weiter. Bei mir steht jetzt, mein Schlüssel passt irgendwie nicht ins Schloss. Oh, okay. Also ich habe jetzt zuletzt öffne Tür mit Schlüssel. Oder ganz ausführlich und da, ja. Okay, dann können wir ja wieder zurück. Genau. Das war dann jetzt einfach rechts. Und dann stehen wir wieder in dem Korridor. Haben wir irgendwo irgendwas übersehen, wo wir bisher waren? Gute Frage. Wie hieß der Kobold? Murks, oder? Mucks? Oder Murks? Murks. Das ist natürlich jetzt schlecht, wenn wir das nicht mehr wissen. Rufe. Kobold funktioniert genauso. Ah, okay. Aber der hat immer noch keine Zeit für uns. Schade. Ha, okay. Ich würde ja so gerne durch diese Tür, aber das hilft nichts. Wenn wir... können wir irgendwas durch die Türe werfen? Das ist Glas. Wir haben ja die Geländerstrebe. Die Geländerstrebe. Werfe. Oder nur Strebe langt wahrscheinlich, ne? Durch Tür. Bitte, wie du meinst, ich werfe und treffe, aber nichts passiert. Dann nimm Strebe. Haben wir sie wieder im Inventar. Okay. Dann gucken wir mal. Haben wir schon mal versucht, da im Süden die Treppe hochzugehen? Im Süden? Du meinst in der Halle? In dieser großen Halle, genau. Nee, sind wir noch keine hochgegangen. Stehen wir erst wieder im Durchgang. Haben wir da irgendwas übersehen? Nimm Truhe? Stimmt. Blödsinn, Humbug, fertiger Witz. Aber wenn wir schon hier sind, guck mal nochmal die Lampe an. Wir können noch mal probieren, ob man die Lampe rausdrehen kann. Nimm Lampe. Bei Lampe nimmt er wahrscheinlich nicht. Der Leuchter ist leider an die Wand geschraubt. Okay, dann nehmen Glühlampe. Das haben wir nicht verstanden. Frechheit. Steht genauso dort. Ne? Gut, dann. Süden. Ja, genau. Nimm Treppe. Also nicht nimm, sondern. Welche gehen wir hoch? Ach so, stimmt. Oder treffen die sich? Ich glaube, die treffen sich da oben wieder, oder? Ach ja, genau. Hast ja recht. Gut, jetzt wollte ich die Treppe nehmen. Das ist aber Blödsinn. Gehe Treppe hoch. Soll ich die linke Treppe hochgehen? Wenn er so fragt, nehmen wir die rechte? ja. Machen wir das. Also, gehe rechte Treppe hoch. Ich habe dich was gefragt, also bitte. Also bitte. Nein. Na gut, wie du meinst, dann gehe ich eben rechts hoch. Ich stehe mitten auf der Treppe, die hinauf zur Balustrade führt. Vor mir versperrt ein riesiges Spinngewebe den Weg. Das Gewebe ist alt und scheinbar unbewohnt, denn es hat sich eine dicke Staubschicht darauf gebildet, die zum Teil als lange Staubfahnen herabhängen. Die Treppe ist mit einem dunkelroten Läufer ausgelegt, dessen Farbe im Laufe der Zeit, nicht zuletzt wegen des Staubs, der es sich darauf gemütlich gemacht hat, stark verblasst ist. In einem weiten Bogen trifft die Treppe weiter oben auf die von der anderen Seite heraufführt, um dann gemeinsam den Aufgang zur Balustrade zu bilden. Unter mir sehe ich die große Eingangshalle mit den alten Möbeln.
Okay, wir stehen jetzt also erstmal in der Mitte von der Treppe. Genau. Okay, jetzt kommt Ach, vielleicht weil dann die mal. Spinnweben vor uns sind. Genau. Ich befürchte ja, dass wir die abfackeln müssen oder so, aber vielleicht entferne Spinnweben. Das geht doch nicht. Oder Sie jetzt kommt. versperren den Aufgang nach oben. Also bei mir steht, die Spinnwegen weben, wiegen sich leicht im Luftzug, sodass die langen Staubfahnen, die daran herunterhängen, hin und her schwingen. Sie versperren den Aufgang nach oben. Und wenn wir mal hinschreiben, entferne Spinnweben mit, wie hieß es, Strebe. Genau. Nee, gleicher Text. Funktioniert nicht. Ja, wahrscheinlich müssen wir da tatsächlich Feuer machen. Also Fackel funktioniert auch nicht. Oder mit Okay. Lanze? Ah, stimmt. Ja. Die habe ich schon völlig vergessen. Nee, gleicher Text. Geh runter. Oh. Ich trete durch die Spinnweben. Wieso denn das? Das ekelhafte Gefühl, als sie mir die klebrigen Fäden über das Gesicht streichen, um dann haften zu bleiben, lässt mich schlucken. Die Spinnweben verkleben meine Augenlider, meine Haare, meine Kleider, meine Hände, einfach alles. Als ich versuche, sie wegzuwischen, habe ich den Eindruck, als würden sie sich nur besser verteilen. Irr. Aber Wir Moment, wir haben doch standen. geschrieben, geh runter. Eben. Das ist doch Naja, irgendwie. geh weiter. Wo lang soll ich denn gehen? Soll ich nach oben, nach unten? Unten. Ich habe unten eingegeben und bei mir steht, uff, was war denn das? Gib doch nicht so an. Dein Vokabular versteht ja kein Mensch. Ja, bei mir auch. Sieh dich um. Nach unten. Also mit sieh dich um stehe ich immer noch auf der Treppe. Ja. Ja. Geh runter funktioniert interessanterweise. Ja. Das ist ja bescheuert. Also Okay. gehe Linke Treppe linke hoch. Treppe hoch. Ich glaube, das ist der gleiche Text, oder? Ja. Frechheit. Wieder die Geh Schnauze. weiter. Komm, wir gehen jetzt weiter. Weiter hoch. Soll ich nach oben, nach unten? Wenn ich jetzt oben eingehe, ich trete durch die Spinnweben. Ja. Probieren wir doch Gehe mal oben. weiter. Wo lang soll es denn gehen? Ach, sieh an. Wenn du jetzt noch mal Gehe oben, gib einfach nach. nur oben ein, dann Nur bist oben. du. Moment. Oben. Ach, hat er das N wieder verschluckt? So. Hier treffen sich die beiden Treppen, die von unten heraufkommen und führen nun hinauf auf die Balustrade. Von hier hat man schon einen sehr guten Blick auf die Halle. Ja. Einen Moment lang stehe ich da und sehe auf einen der Treppenpfosten gestützt hinunter in dieses Staubparadies, das alles in allem doch einen freundlichen Eindruck macht. Mensch, das ist doch schön. Irgendwie habe ich einen anderen Eindruck von freundlich als der. Aber naja, gut. Ja. Okay, also von hier oben kommen wir gar nicht weiter. Jetzt stehen wir oben und das war's. Aber ist nicht ganz am Anfang, als wir da rein sind, war doch Ja. dieser Geist. Und der ist doch da oben irgendwie um die Ecke Dann sieh dich nach mal links um. abgehauen. Hier treffen sich die beiden Treppen, die von unten heraufkommen und führen nun hinauf auf die Balustrade. Hä? Gehen wir mal auf die Balustrade. Ja, geh hier auf. Balustrade. Ausgeschlossen. Geh hier Warte mal mal, rum. eigentlich müssten wir jetzt ja dann weiter in den Norden gehen können, oder? Ja, warte mal. Ah, wenn du jetzt noch mal oben eingibst, weil hier steht, hier treffen sich die beiden Treffen und führen Ah hinauf auf die ja. Balustrade. Ja. Und mit oben kommt dann hier endet die Treppe, die von der Halle heraufführt. Das Treppenende wird von zwei großen hellen Steinpfosten gebildet. An die Pfosten schließen sich hölzerne Geländer an, die rechts und links bis an die Wände reichen und so die Balustrade abschließen. Als ich die Balustrade entlang sehe, erkenne ich, dass sie, nachdem sie durch einen Durchgang führt und einen Korridor bildet, ein ganzes Stück weiter vorn endet. Wo auch immer vorne ist. Das Balustradengeländer wirft einen riesigen, bedrohlich wirkenden Schatten an die Wand, der mich zu erdrücken scheint.
Im Westen bildet die Balustrade denselben Korridor wie rechts, nur kann ich dort kein Ende sehen, weil alles in dunkle Schatten getaucht ist. Mein Blick streift umher, um etwas Außergewöhnliches zu entdecken, aber außer dem hellgrünen Teppich mit den dunklen Streifen, den Schatten der Geländerpfosten, gibt es nichts weiter zu sehen. Gut, gut, gut. Also wir sind jetzt oben und es geht wieder rechts und links. Und der Geist, hast du gemeint, ist nach links. Ich dachte, der Geist sei links gegangen, wenn ich mich richtig entsinne. Was machen dann tapfere Kerle wie wir? Wir gehen nach rechts. Oder wir machen einen Break. Oder wir machen einen Break, genau. Das wird mir alles zu heiß hier oben. Sehr schön. Dann speichern wir auf jeden Fall vor dem Break. Das halte ich mittlerweile für eine sehr, sehr gute Idee. Zack. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann.